Heute geht es wieder mal um das Thema, wie wird man eigentlich Scrum Master? Und dazu habe ich mir einen Interviewpartner eingeladen, der das ein bisschen von seiner Sicht erzählen wird. Bis gleich! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast, der Podcast wieder, der dir zeigt, wie du zu dem Scrum Master wirst, den du vielleicht mal gern sein möchtest, der gefragte Scrum Master am Ende in deinem Unternehmen. Mein Name ist Marc Löffler und genau dabei helfe ich dir unter anderem meiner Scrum Master Journey und habe mir deswegen auch extra jemand mitgebracht heute aus der Scrum Master Journey, der schon bei mir mit mir unterwegs ist und dann auch ein Mentoring-Programm. Und den Konstantin habe ich nämlich hier. Und wir werden so ein bisschen sprechen, wer Konstantin ist, woher kommt, wie er zum Scrum Master geworden ist und so weiter und so fort. Aber vielleicht zwei, drei Sätze erstmal zu dir, Konstantin. Wer bist du? Was machst du? Haben wir ja ein bisschen schon abgedeckt, aber trotz allem. Ja, hallo Marc. Freut mich, heute hier dabei zu sein. Genau, ich bin Scrum Master bei der Fabrik 19 im schönen Gießen. Und bin verheiratet. Habe auch zwei Kinder, bin 33 Jahre alt und genau, bin Scrum Master aus Leidenschaft. Ja, das ist doch, das brauchen wir auch. Wir brauchen mehr leidenschaftliche Scrum Master, die Bock auf ihren Job haben auf jeden Fall. Aber erzähl mal, was war denn so deine Ausbildungsstation? Hast du wahrscheinlich nicht direkt nach deiner Ausbildung und deinem Studium quasi zum Scrum Master gestartet. Was hast du ursprünglich mal gelernt und wie war denn die Reise zum Scrum Master? Tatsächlich habe ich überhaupt nichts mit IT zu tun gehabt im Studium, sondern habe Sprachen und Wirtschaft studiert und habe dann aber während dem Studium schon bei einem Konzern Bosch angefangen im Produktmanagement und habe da relativ schnell nach ein, zwei Jahren die PO-Rolle bekommen und habe so das erste Mal mit Scrum zu tun gehabt und war super spannend. Mal zu sehen, die haben ja, glaube ich, vor 10 Jahren damit angefangen, verstärkt oder schon länger. Und da habe ich meine ganz erste Scrum-Erfahrung gemacht. Habe ein tolles Produktmanager-Team gehabt, internationale Teams begleitet, für Schulungen geben, Produktschulungen und so weiter. Habe da aber diese Scrum-Master-Rolle gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, weil es tatsächlich damals so eine Doppelrolle gelebt wurde. Nach Bosch, da war ich 4 Jahre, da hatte ich so eine Findungsphase, würde ich sagen, gehabt, wo ich einfach mal mich ausprobieren wollte auf dem Arbeitsmarkt und habe dann auch mal hier und da bei einem Unternehmen angefangen, die nicht unbedingt Scrum machen. Das habe ich dann relativ schnell für mich gemerkt, dass es mir eigentlich nicht so schmeckt. dass ich gerne zurück in diese Richtung einsteigen möchte und habe dann auch dementsprechend mich wieder ausgerichtet und habe schlussendlich dann vor 3 Jahren bei der Fabrik 19 angefangen als Scrum Master. Habe ein total schönes Gespräch gehabt. Das Team und die Fabrik 19 wollte sich auch noch etwas agiler, als sie schon war, aufstellen und dabei konnte ich helfen und habe meine Erfahrung gemacht und bin da sehr glücklich, wird super toll unterstützt mit Fortbildung und Co. Und bin da auch sehr dankbar dafür, dass ich da die Möglichkeit habe, da weiterzugehen. Sehr cool. Aber was ist es denn, was dich so an der Scrum Master Rolle so reizt oder was gefällt dir am Job des Scrum Masters besonders? Ich glaube, das ist das Mindset am Ende, was mich total überzeugt hat. Ich sehe einfach super viele Parallelen auch in zu anderen Gebieten, über die ich mich gerne interessiere. Und einfach entspricht irgendwo meinem natürlichen persönlichen Einstellung, meinem persönlichen Mindset, das ich mit der Zeit auch aufgebaut habe. Ich beschäftige mich gerne mit Gerald Hüther zum Beispiel, der Hirnforschung
die sich die Frage stellt, wie man eigentlich als soziales Wesen, der der Mensch ist, optimal lernen kann. Und da kommen dann Punkte wie Zusammengehörigkeit, Verbundenheit, Vertrauen und diese angeborene Begeisterungsfähigkeit, die vor allen Dingen uns zum Lernen animiert, hervorkommen. Und diese Parallelen habe ich dann relativ schnell in Scrum auch gesehen. Und welcher Job ist denn dann prädestiniert dafür, dass man solche Sachen dann auch umsetzen kann? Das ist natürlich der Scrum Master Job und wo man, wenn man sich dafür begeistert, auch am besten wirken kann. Sehr gut. Wie würdest du denn so deinen typischen Scrum Master Tag beschreiben? Wie läuft der typischerweise ab, wenn du als Scrum Master den Tag startest? Naja, ich mache mir natürlich einen Plan, was heute so ansteht. Ich glaube, es ist wichtig, diesen Prozess irgendwo festzuhaben, dass die Leute auch wissen, woran sie sind, die Events, wie sie stattfinden. Einzelgespräche sind sehr wertvoll, um auch mal zu fühlen, wie sind die Leute heute drauf, wo kann man eventuell helfen. Was kann man vielleicht auch schon mal adressieren in die Retro? Welche Themen gehören in die Retro? Welche Themen sollte man direkt angehen? Das ist kein festgezurrtes, würde ich sagen, Ablauf, den man da hat. Und das ist auch das, was mir an Scrum Master Job gefällt, dass es auch jeder Tag irgendwie eine neue Herausforderung ist und wir jeden Tag Menschen und dem Team auch einfach helfen können. Sehr gut. Jetzt machst du es ja auch schon ein paar Jährchen. Kannst du dich irgendwie so an deinen größten Fail erinnern, wo du mal so richtig daneben gehauen hast? Weil muss es nicht gleich die Welt nur gegangen sein, aber was war so, wo du gemerkt hast, okay, da habe ich mal vielleicht irgendwas nicht ganz so optimal gestaltet gemacht oder ging was in die Hose? Ich glaube, ja, wenn man so über die Fails nachdenkt, hat man bestimmt Tausende gemacht. Bestimmt. Es fällt einem immer dann auf, wenn man gewisse Sachen dann plötzlich anders macht und gelernt hat. Ich würde sagen, so insgesamt ist, ja, ich bin ein Mensch, der gerne anpackt, besonders wenn man sich mit Scrum am Anfang sehr stark auseinandersetzt, kriegt man tausend Ideen, was man alles initiieren kann und machen kann. Und ich glaube, wenn da ein bisschen Auftragsklärung fehlt, und das ist war vielleicht auch bei mir der Fall am Anfang, so dass man dann so ein bisschen schwimmt und nicht weiß, okay, es gibt tausend Sachen, die man anpacken kann, und dann initiiert man auch tausend Sachen. Und ja, steht natürlich dann bestimmt dem einen oder anderen auch mal auf den Füßen. Und ja, das ist, glaube ich, so, was ich am Anfang vor allen Dingen für mich lernen musste. Auftragsklärung, ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wohin man steuert, wie man dem Team, wie man dem Unternehmen in seiner Rolle am besten helfen kann. Also ich glaube, das ist etwas, was ich sehr schnell lernen musste. Genau, aber ich weiß auch noch, wie ich mit Scrum angefangen habe, fand ich es total geil. Da war ich auch noch sehr, sehr prozesslastig unterwegs bei der ganzen Geschichte und hatte einen großen Spaß im Sprint Planning auch immer schon die Aufgaben an die Leute zu verteilen. Ich war immer noch sehr in meiner Projektleiterrolle, ne, und habe gesagt, ja, okay, das macht der Steffen, das macht der Christian und so, ne, und habe dann fleißig meine Aufgaben verteilt. Bis ich dann irgendwie so ein Jahr oder 2 Jahre später dann das erste Mal wirklich auch in einem Scrum-Training war. Davor habe ich alles mir aus Büchern irgendwie angelesen und dann festgestellt habe, naja, so ist das eigentlich nicht gedacht mit dem ganzen agilen Arbeiten und so. War auch ein spannendes Learning für mich im Endeffekt, dass man dann gesehen hat, okay, wie sollen die Leute ins Selbstmanagement kommen, wenn du eigentlich immer alles vorkaust und vorbetest. Klappt dann nicht so gut. Man ist relativ schnell dabei, wenn die Antipattern. Und da muss man schon aufpassen, und sich selber auch mal reflektieren immer wieder, wenn man auch auf dem richtigen Weg ist. Hast du eine konkrete Situation, wo du sagst, okay, da ist noch was schief gegangen bei dir? Eine konkrete Situation. Ich glaube, ich habe viel zum Beispiel mit Dailies ausprobiert. Ja, in der Teamskalierung. Und
Es gibt da kein richtig oder falsch, würde ich sagen. Aber wo man auch wieder hin und wieder ins Reporting abdriftet, ja, und auch selber in seiner eigenen Moderation, wo es dann irgendwie teilweise vielleicht auch mal wieder in Delhi, ja, dieses Mindset wieder mal aufgerüttelt werden muss. Und da hatte ich mich öfter mal dabei erwischt, glaube ich, dass ich dann eher abgefragt habe, als das Team selbstständig sich den Tag planen zu lassen. Genau. Ja, An solchen das. kleinen Sachen merkt man immer wieder, das sind Details. Ja, man ist halt auch so ein bisschen konditioniert in manchen Sachen. Ich meine, ich bin als traditioneller Projektmanager ausgebildet. Und dann war natürlich das Agile erstmal die ganzen Tools, hervorragende Kontrollinstrumente, ne, die man hervorragend nutzen kann. Hey, im Daily kann ich immer gucken, wo stehen die Leute gerade, was machen die? Und dann, das war mir genau das Gleiche. Ich habe am Anfang halt abgefragt, ja. Und dann, wie gesagt, das lernt man halt mit der Zeit, erstmal, was eigentlich die wirkliche Idee und die Quintessenz eigentlich vom agilen Arbeiten. Es ist ja wie mit jedem Ding. Im Endeffekt, wenn man, keine Ahnung, Instrument lernt, dann lernt man am Anfang, beim Saxophon beispielsweise, welche Klappen muss man drücken, damit welcher Ton rauskommt. Und dann hast du mal mechanisch gelernt, wie man die richtigen Töne spielt, aber es hat mit Musikmachen noch nicht viel zu tun. Ja, und irgendwann lernt man mal, das Musikmachen kommt eher vom Herzen her, ne? Und dann drückst du dann fast schon automatisch nachher auf die richtigen Klappen am Saxophon, ne? Aber dass das eigentliche Klappendrücken nicht das Musikmachen ist. Und so ist beim agilen Arbeiten bei Scrum halt auch dieses eigentliche, keine Ahnung, die eigentlichen Events ist ja nicht das, was das agiles Arbeiten nachher am Ende ist, sondern das ist eigentlich nur das Rahmenwerk dafür, dass es nachher funktionieren kann. Ja, das ist immer das Spannende. Was ist denn dein persönliches Lieblingstool, also in deiner Arbeit als Scrum Master? Gibt es was, was du besonders gerne nutzt oder eine Technik oder eine Aktivität in Retros? Was nutzt du denn besonders gerne? Da fällt mir sofort Story-Mapping ein. Also das ist etwas, was ich von vornherein irgendwie auf dem Schirm hatte und was ich von vornherein ausprobiert habe und was ich einfach als super mächtiges Werkzeug betrachte. Also das gehört für mich mittlerweile zum Standard zu jedem Projekt, egal wie klein es ist. Es kann auch eine Feature-Entwicklung sein. Da setze ich mich gerne erstmal hin und mache gemeinsam mit dem Team oder auch mal für mich alleine eine Story Map. Ja, es ist einfach super, diesen Kundenaspekt direkt drin zu haben. Was ist dein End-User, um dieses gemeinsame Verständnis mit dem Kunden, vielleicht für den du ein Produkt entwickelst, zu schaffen, auch im Verlauf des Projektes eine gemeinsame, ja, Argumentationsbasis zu haben. Und da habe ich einfach gemerkt, dass dieses Werkzeug sehr, sehr stark ist. Auch der Visualisierungsaspekt ist sehr stark. Und man muss Sachen nicht so oft doppelt und dreifach zerkauen, wenn man die Kunden drinnen hat. Einfach eine Quelle, an der man sich orientiert und so. Der Angelpunkt ist für das ganze Projekt oder für das Produkt. Jetzt kennt vielleicht nicht jeder User Story Mapping. Wie würdest du es sagen wir, in ein paar Sätzen mal kurz beschreiben, was User Story Mapping ist? Man macht sich einfach Gedanken, was so eine Customer Journey ist, eines End-Users. Das heißt, wirklich von naturell des End-Users ausgehend, anhand vielleicht einer Persona, die du schon im Kopf hast, für die du das Produkt machst. Und zwar Step by Step, was wäre denn die Story, womit würde ich denn typischerweise anfangen, wie zum Beispiel in unserem Fall, wir entwickeln Apps. Wie würde er denn diese App nutzen? Wie wären seine ersten Schritte? Was sind die zweiten Schritte? Wie sind die Variationen in diesen Bereichen? Was kann man jetzt machen? Was kann man später machen? Das heißt, so eine MVP kannst du super schnell und super voll da ausarbeiten. Genau, wer mehr wissen will, er gibt ein schönes Buch, User Story Mapping von Jeff Patton zum Beispiel, Habe ich schon installiert. wo man wunderbar mal reinlesen kann zu dem Thema. Und ja, ist für mich auch immer ein spannendes Tool, erstmal lösungsneutral rausfinden, wie verbringt eigentlich der Nutzer aktuell seinen Arbeitstag, ne? Und dann zu überlegen, was müsste eigentlich
mein Produkt dann eben können oder abnehmen, dass es ein wertvolles Produkt für den Kunden wird. Und da ist immer den Bezug quasi zwischen dem, was der Kunde eigentlich machen möchte in seinem Arbeitsalltag und dem, was dann dein Produkt nachher leistet. Ja. Und hast dann nicht so ein flaches Backlog, sondern hast eben auch wirklich so im 2D-Raum auch einen Bezug zueinander. Das finde ich auch mal ganz spannend. Wo du relativ einfach eben auch sehen kannst, wie komme ich schnell von links nach rechts mit dem MVP, wie du gerade beschrieben hast. Und kannst relativ einfach auch mit dem Kunden gemeinsam Prioritäten leicht verschieben auf so einer Story Map. Das ist auch immer sehr, sehr cool. Ja, ich mag das eigentlich auch sehr gerne. Das ist ein richtig sehr geniales Tool, gerade wenn man am Anfang noch steht und mal so ein Produkt irgendwie für sich gerade zieht. Genau. Ja, und bringt total die ganzen Parteien zusammen. Das Team, den Kunden. Und man kann einfach super toll zusammenarbeiten, ja, wenn man das in Kooperation vor allem macht. Mhm. Ich auch allen raten, das nicht nur im stillen Kämmerlein für sich zu machen, sondern das wirklich eben Kollaboration zu machen. Das ist die eigentliche Idee, genau, weil wenn ich das für mich alleine mache, habe ich wieder nichts gewonnen. Idealerweise am besten gemeinsam im Raum. Eine große Wand sollte man bereit haben, man braucht Platz. Oder viel Fußboden, geht auch, habe ich auch schon gemacht. Oder jetzt in der digitalen Welt, in der hybriden Welt, bieten sich natürlich Tools wie Miro oder Mural an. Da hast du unendlich viel Platz, wo du relativ einfach Sachen verschieben kannst. Sind für Story-Mapping zum Beispiel total genial, finde ich, weil die Leinwand dann einfach riesig ist und da nicht irgendwie der Platz fehlt nachher. Nutze ich zum Beispiel auch gerne für Story-Mapping. Sehr, sehr schön. Hast du sonst noch ein Tool, was du gerne nutzt in deiner Scrum-Master-Arbeit? So ein Ich würde einfach mal sagen, das kann man dort an sich. Ich glaube, das gehört mittlerweile zum Standard. Also für mich ist kann man ja auch noch ein bisschen mehr als das, was Scrum hergibt. Man spricht da ja auch gar nicht vom Board oder sowas, das man aufstellen muss. Aber wenn man sich weiterführend mit agilen Methoden beschäftigt, dann kommt ja einfach Kanban da hervor. Und ich glaube, das Tool an sich und was du alles mit dem Kanban-Board visualisieren kannst und was für ein gemeinsames Verständnis auf täglicher Basis du schaffen kannst, ist einfach unglaublich. Und das hilft dir als Team, das hilft dir persönlich weiterzukommen und allen Beteiligten auch, die an dem Projekt oder an dem Produkt mitarbeiten. Mhm. Sehr schön. Ja. Also einfach ganz basic kann man dort. Basic, ja, manche sind ja die Basics, ne, die einem dann irgendwie weiterhelfen, die man immer gern ignoriert. Ich habe auch mal einen gehabt, der gemeint hat, er will noch mehr Tools, aber da gibt's ja halt den schönen Spruch, ne, a fool with a tool is still a fool. Und manchmal sollte man vielleicht erstmal ein Tool richtig beherrschen, bevor man meint, man müsste noch mehr Tools irgendwie oben drauf kippen. Und wenn man erstmal, also vor allem wenn man im Kanban bleiben, Kanban richtig verstanden hat und richtig verstanden, wie ein Kanban-Board eigentlich funktioniert, dass es nicht einfach Titel an der Wand sind, dass da viel mehr dazu gehört, das erstmal meistern, da hat man schon gut zu tun, glaube ich, das richtig hinzukriegen, definitiv. Ist eine eigene Wissenschaft, würde ich sagen. Ist eine eigene Wissenschaft, genau. Und dann, genau, deswegen lieber ein Tool meistern, wie irgendwie noch mehr Tools oben drauf kippen, ist auch mal meine Devise so ein bisschen. Ist vielleicht auch ein Learning, was ich dann im Laufe meiner Zeit als meiner agilen Reise begriffen habe, wo ich am Anfang auf der Suche immer nach dem neuesten, heißesten Scheiß war. Und irgendwann begreift man halt eigentlich, ist am Ende sind es die Basics, die wichtig sind und nicht noch ein Tool mehr. Definitiv. Ja. Jetzt bist du ja auch schon seit, ich glaube, Dezember letzten Jahres in der Scrum Master Journey mit dabei. November, Dezember, irgendwie sowas. Warum hast du dich für die Scrum Master Journey entschieden und was gefällt dir besonders an der Scrum Master Journey? Ja, für mich ist es immer wichtig, weil man nebenher viel lernt, ja. Wenn man sich mit Scrum an sich und agilen Methoden beschäftigt. Es gibt viele verschiedene Meinungen, die auch mal hier und da auseinandergehen. Und es ist dann wichtig für sich, irgendwie eine Struktur im Kopf zu bauen. Und ja, ich bin eh so ein Podcast-Hörer und da bin ich dann auf die Scrum Master Journey gekommen und habe mir das angeschaut. Und habe einfach gemerkt, dass jedes Thema, was du da ansprichst, direkt ins Schwarze bei mir trifft. Mhm. Genau die Learnings, die ich bisher gemacht habe oder die Fragen, die ich mir gestellt habe, genau das beschreibst du in deiner Scrum Master Journey. Das ist genau diese
dieser Weg, den man als Scrum Master gehen sollte, um sich perfekt aufzustellen, dass man auch sein Wissen proaktiv einsetzen kann, nicht nur reaktiv abrufen, wenn du danach gefragt wirst, sondern tatsächlich da proaktiv voranzugehen. Das hat mich überzeugt davon. Also, und das Mentoring, ich würde sagen, ich bin seit letztem Jahr auch, habe ich ganz viel deinen Podcast natürlich auch gehört. Sehr vorbildlich. Genau. Und bin auch dadurch dann auch darauf gekommen und ich denke, es ist immer gut, von den Besten zu lernen. Danke, danke. Also genau, Mentoring haben wir ja jetzt frisch gestartet quasi. Letzte Woche haben wir die erste Session gehabt zum Thema Mentoring, genau. Und ist immer dann, glaube ich, ganz gut, wo man merkt, okay, ist alles prima, ich habe mir die Inhalte reingeguckt, aber jetzt wäre es nochmal so im 1:1 konkret an den eigenen Themen arbeiten, ist halt auch nochmal eine andere Schippe obendrauf, definitiv. Ja, wenn die Community nicht reicht, dann ins 1:1. Ja, definitiv, ja. Und das, also dieser Erfahrungsschatz, den du einfach auch selber hast, das ist natürlich super, super wertvoll, um dann auch für sich seine Lösung zu finden. Danke auch nochmal dafür. Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Mir macht es immer tierisch Spaß, mit meinen Mentees zu arbeiten, auch mit dir. Und dann auch immer Feedback zu kriegen, wenn man wieder einen Schritt weitergekommen ist und sich was bewegt hat. Das ist immer die größte Belohnung für mich am Ende, wenn man dann merkt, man hat jemandem weitergeholfen. Macht mir tierisch viel Spaß. Prima, Konstantin. Vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf deiner persönlichen Scrum Master Journey. Wie gesagt, ich begleite dich ja noch ein Stückchen. Und die Community, wir sind seit gestern 81 Leute, ist auch weiter gewachsen. Also von dem her sind ja auch wieder jede Menge Gehirne, die man anzapfen kann, wenn man nicht weiterkommt. Und freu mich auf unser nächstes Q&A. Und dann, Konstantin, du hast noch eins. Genau, ich wollte gerne auch nochmal die Möglichkeit nutzen, um ja, vielleicht auf mein Unternehmen mal aufmerksam zu machen. Mhm. Die F19. Fabrik 19, weil ich glaube, dass es auch im agilen Kontext sehr wichtig und spannend ist, die Technologie, die wir dort entwickelt haben, auch mal ja, breiter zu streuen. Genau, wir haben eine App-Technologie entwickelt, die es möglich macht, einfach sehr viel schneller Apps bereitzustellen und zu entwickeln. Zum Beispiel kann man dann auch seine App aktuell halten, ohne ein App Store Update zu fahren. Mhm. Das heißt, du bist sehr flexibel auf dem Markt, du kannst sehr, sehr schnell auf irgendwelche Gegebenheiten reagieren im Sinne des Endnutzers. Oder du kannst zum Beispiel A- und B-Tests direkt auf dem Markt fahren, indem du eine App im App Store im Apps natürlich drin hast und du kannst die App aber in verschiedenen Layouts, mit verschiedenen Texten ausgeben und das ist natürlich auch sehr viel wert auf dem Markt, um schnell Erkenntnisse darüber zu bekommen, was denn auf dem Markt am Ende liegt. Und, ja, wir suchen da und schauen dann nach neuen Partnern, die Technologie auch für sich ausprobieren wollen. Mhm. Und wollen sucht ihr auch nach Scrum Mastern bei Fabrik 19? Gerne. Sind über jede Bewerbung betrifflich. Genau, das ist doch super. Prima, dann haben wir das auch noch mit raus. Genau, ein bisschen Werbung für Fabrik 19 hier. Spannendes Thema, auf jeden Fall allgemein gerade spannend, was man so alles machen kann, vielleicht auch ohne Code. Das boomt ja auch gerade wie Sau, was ich Bubble und wie sie alle heißen, ne, wo man dann irgendwie Applikationen zusammenklickern kann, selber gar nicht mehr programmieren können muss. Wobei es trotzdem ein Vorteil ist, finde ich, wenn man einen Informatik-Background manchmal hat, um Zusammenhänge besser zu verstehen. Aber sehr spannendes Thema auf jeden Fall für schnelles Prototyping, für viel Testen, AB-Testing, was wir im Agilen ja eigentlich wollen. Wir wollen ja Inspect and Adapt machen, ja, ganz klar. Absolut, genau. Also sonst ein Low-Code-Ansatz und genau. Macht Spaß. Super. Konstantin, vielen, vielen Dank für die Zeit. Dir noch einen fantastischen Start in die Woche. Und dann vielen Dank, Marc. Sehen wir uns spätestens am Freitag. Super. Und danke dir für deine Arbeit. Sehr gerne. Bis dann. Ciao, Konstantin. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.
Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.